grüße euch Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie im Titel schon angedeutet, Fortnite ist Gift. Dieser Titel wird sicherlich einige triggern, aber es hat seinen Grund, denn Fortnite gewinnt momentan so extrem an Popularität, dass es kaum noch zu stoppen ist und von diesem ganzen Hype bekommen auch klassische Medien etwas mit oder auch gewisse Leute, die mit Fortnite oder mit dem Gaming eigentlich gar nichts zu tun haben. Und gerade auch, also man kann das Ganze auch sehr schön an dem Hype bei Ninja sehen, der auf Twitch ja natürlich streamt und momentan einen Rekord nach dem anderen bricht. Er bricht diese Rekorde nicht mit 2, 3 oder 100 Zuschauern, sondern er verdoppelt oder verdreifacht alte Rekorde. Und gerade auch bei dem letzten Stream mit Drake zusammen und Juju hat man gesehen, welche Ausmaße das Ganze einnehmen kann. 635.000 Zuschauer zeitgleich, das ist so eine verrückte Zahl und natürlich bekommt es jeder mit. Klassische Medien sprechen darüber, Talkshows sprechen darüber und auch Lifestyle-YouTuber, Prank-YouTuber machen mittlerweile Videos zu Fortnite, weil es natürlich Klicks generiert, das Ganze generiert Aufmerksamkeit. Und da stürzt sich momentan jeder drauf. Und heute gucken wir uns mal Beispiele an, wie man Panik verbreiten kann und wie man Leute hinters Licht führen kann. Und wir beginnen mal mit einem Video, das viele sicherlich mittlerweile auch schon gesehen haben. Also es gibt auch viele, die darüber gesprochen haben, andere YouTube-Kanäle. Und es geht um die ProSieben Newstime. Und wir gucken uns mal ganz kurz an, was ProSieben oder was die Berichterstattung von ProSieben zu Fortnite zu sagen hat. Millionen Jugendliche üben sich derzeit im Überlebenskampf. Nur wer andere abknallt, überlebt, zumindest online. Das Computerspiel Fortnite Battle Royale ist der Renner auf deutschen Schulhöfen. Weltweit gibt es mehr als 20 Millionen Nutzer. Und jetzt schlagen Jugendschützer Alarm. Paul. Also erstmal an der Stelle werden wir dem ganzen Thema vorgestellt. Es geht um Fortnite natürlich und erstmal zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, dass es der Renner auf deutschen Schulhöfen ist, was eigentlich nur darauf zutrifft, dass es vielleicht ein Thema, ein Gesprächsthema auf deutschen Schulhöfen ist, aber das Ganze hat irgendwie so eine kleine Anspielung, als würde es auf den deutschen Schulhöfen ununterbrochen gespielt werden. Was aber nicht sein kann, denn die iOS-Version war zu dem Zeitpunkt gar nicht erst draußen. Und ich bezweifle mal, dass Kinder mit ihren Konsolen und Gaming-Rechnern auf deutschen Schulhöfen rumlaufen und es da zocken. Und die andere Sache ist die Zahl, die einfach in den Raum geworfen wird mit 20 Millionen Spielern, denn das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Recherche oder es ist ziemlich schlecht recherchiert, daran merkt man das. Denn 20 Millionen Spieler gab es schon im Dezember. Im Dezember gab es die offizielle News, dass wir 20 Millionen Spieler haben. Anfang Januar war es schon bei 30 Millionen und Mitte Januar gab es schon die News mit 40 Millionen Spielern. Und ich denke mal, dass zwei Monate später, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wir noch ein paar mehr Spieler haben, vor allem durch den iOS-Boost oder den Mobile-Boost, den es jetzt aktuell gibt. Aber trotz allem, also einfach mal irgendwelche Zahlen in den Raum stellen oder sich irgendwelche Berichterstattungen oder Zahlen, die mehrere Monate alt sind, zu nehmen, zeugt jetzt nicht sonderlich von einer guten Berichterstattung. Willmann. Direkt nach dem Absprung beginnt der Überlebenskampf. 100 Spieler, jeder gegen jeden, bis einer übrig bleibt. Fortnite Battle Royale als wildes Gemetzel, das die Jugend im Sturm erobert. Allein 2 Millionen Spieler sind in den letzten 2 Wochen weltweit dazugekommen. Für mich ist es einfach geil, weil da einfach mal andere Kinder, andere Altersgruppen auch mal spielen können, weil das ja eine etwas kindlicher gehaltene Grafik ist. Gegeneinander kämpfen und nur eine überlebt, das ist schon eine gewisse Herausforderung und es macht schon Spaß. Spaß am Tötungsszenario, das vielen Eltern Sorgen bereitet. Die Grundversion ist ab 12 Jahren im Handel zu kaufen. Der wesentlich brutalere Online-Ableger aber kann frei online gespielt werden. Also Spaß am Tötungsszenario, also das meinte ich mit stärkeren Wörtern. Das Tötungsszenario und ich glaube, die beiden Jungs, die vorhin interviewt wurden, die sahen nicht danach aus, als wären das Leute, die Spaß an Tötungsszenarien hätten. Das sind wieder so starke Wörter, die für Panik sorgen. Und die Wörter sorgen jetzt keine Panik bei den Gamern, sondern bei Eltern, also und bei Lehrern, bei Erziehungsberechtigten. Und das zu Recht, denn ich habe damals auch schon selbst die Erfahrung damit gemacht, als ich zum Beispiel WoW gespielt habe, mit 14, 15 und überall in den Medien berichtet wurde ja von Suchtgefahr. Das war das große Thema damals. Oder mit Counter-Strike, ja.
Als ich damals Counter-Strike gespielt habe, wurde es auch in den Medien komplett breit getreten, indem man gesagt hat, okay, das sind Leute, die Counter-Strike spielen, die sind irgendwie gefährdet, irgendwie Amok zu laufen oder Leute zu erschießen. Das wird ja sogar jetzt zum großen Thema Computerspiele, gerade in den USA, mit den ganzen schrecklichen Ereignissen in den Schulen. Und das ist halt alles Panikmacherei. Man sucht sich halt immer irgendeinen Schuldigen, man zeigt immer mit dem Finger auf jemanden, der momentan eine große Präsenz hat oder ziemlich am Aufblühen ist, würde ich mal sagen, um dann von den eigentlichen wichtigen Themen einfach abzulenken oder von den eigentlichen Gründen, die für irgendwelche Misszustände zuständig sind. Jugendschützer schlagen Alarm. Und alleine dieser Modus an sich, ich muss jetzt alle eliminieren, das kann zu Stress führen, das kann zu Ärger führen, wenn ich vielleicht der Vorletzte nur noch war und dann kurz vorm Sieg von jemandem quasi digital ermordet wurde. Also jetzt werden zwei Wörter in den Raum geworfen, einmal die digitale Ermordung und einmal geht es um den Stress. Und obwohl die Frau Scholz jetzt so ein bisschen ins schlechte Licht gerückt wird, darf man ihr keine Schuld geben, denn es wurde nur ein kleiner Ausschnitt genommen von dem gesamten Interview und sie hat sich erstens dazu geäußert und zweitens gibt es auch noch einen Bericht von der Welt und die Welt ist ehemals N24 und arbeitet zusammen mit ProSieben an eben solchen Berichterstattungen und dort sieht das Ganze ein bisschen anders aus und ich kann euch gerne den Ausschnitt dort zeigen. Schlagen Alarm. Letztendlich richtet sich der Gewaltgrad bei Battle Royale eben an diesem Original-Fortnite-Spiel, was ja eine USK-Einschätzung ab 12 Jahren bekommen hat. So, also hier spricht sie im Prinzip erstmal darüber, wie es zu der Alterseinstufung kommt, dass das Spiel eingestuft wurde, denn von der USK hat das ganze Spiel eine Altersfreigabe von 12 Jahren bekommen und es ist ja im Prinzip ein Institut, das dafür zuständig ist, um Spiele einzustufen. Es gibt noch die FSK, die ist aber für Filme zuständig und die USK eben für Videospiele und sie erklärt eben im Prinzip, weshalb der Battle Royale Teil ebenfalls im Prinzip da zusammenhängend ist, denn es ist ein Teil von dem PvE-Teil, welches eine Altersfreigabe von 12 Jahren hat, aufgrund dessen, weil es eben diesen Cartoon-Style hat, weil das Ganze nicht realistisch gehalten ist und so weiter. Und bei ProSieben ist dieser gesamte Teil im Prinzip einmal weggefallen und nur der Stress und die Tötungen stehen im Vordergrund. Und ich zeige euch auch nochmal ganz kurz, was sie dazu geschrieben hat, denn sie hat einmal einen Tweet rausgehauen, in dem sie schreibt, traurig wie Aussagen unpassend und falsch aus dem Kontext gerissen werden, um reißerische Panikmache bei Eltern zu erzeugen. Erklärung? Fragezeichen. Und dann wurde einmal die Welt, Sat1, ProSieben, News Paul, das ist der Redakteur, einmal getaggt. Eine objektive pädagogische Einschätzung zu Fortnite gibt es hier. Ich verlinke euch mal diesen einen Bericht, denn dort wurde nochmal ausführlich über Fortnite berichtet, wie das Ganze pädagogisch einzuschätzen ist. Aber schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare zu dieser Berichterstattung, was ihr davon haltet, von dieser ganzen unnötigen Panikmacherei bei Eltern und bei Erziehungsberechtigten. Aber kommen wir zum nächsten Thema und sprechen ein bisschen über Prank-YouTuber. Hier sehen wir den Kanal vom guten Fatih Brate, der Fatih Braten, der Fatih Braid, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber der Gude hat hier fast 200.000 Abonnenten und wie man hier sehen kann, ist er ein schöner Prank-YouTuber, das heißt, wir sehen hier vorne verschiedene Pranks, Hand-Up-Prank oder XXL-Teddy-Prank, Drogen-Prank mit ganz vielen schönen Pfeilen und bunten Schriftarten. Daran sieht man im Prinzip, dass es natürlich ein Channel ist, der die Leute verarscht. Ja, die ganzen Pranks, wie wir mittlerweile wissen, sind eigentlich nie echt. Es ist one in a million, dass man irgendwie einen Prank-YouTuber findet, der irgendetwas wirklich macht. Das ist alles gestellt und geschauspielert. Aber komischerweise macht er jetzt auf einmal ein Fortnite-Video. Er hat noch nie in seinem Leben vorher irgendwie Gameplay gemacht, also zumindest zu Fortnite nichts, ja. Und auf einmal sehen wir ein Fortnite-Video. Und dann fragt man sich, okay, warum macht ein Prank-YouTuber ein Fortnite-Video? Wir gucken mal ganz kurz rein, um was es hier denn eigentlich geht. Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Fatih. Heute mal kein Prank, Freunde, sondern was ganz anderes. Also heute mal kein Prank, Leute. Also das ist auf gar keinen Fall ein Prank, sondern was ganz anderes auf seinem Kanal. Und zwar spielen wir das Spiel Fortnite, das kennt ihr bestimmt alle. Auf jeden Fall, Freunde, pro Kill kriegt mein Bruder einen Klatsch. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 Kills habe, kriegt mein großer Bruder 10 Klatsche. Und Leute, wenn er nicht Erster wird, dann kriegt er von mir die 10 Klatsche. Auf. Die erste Sache, die mich bei diesem Video schon direkt triggert, ist so, wie sie Klatsche sagen. Ich meine, entweder du kriegst einen Klatsch
oder du kriegst ganz viele Klatsche. Das macht so gar keinen Sinn. Also, man sagt halt, du kriegst einen Klatscher oder du kriegst mehrere Klatscher. Es gibt halt nicht Klatsch und Klatsche, aber egal. Das war das Erste, was mich richtig getriggert hat. Aber gucken wir mal weiter. Also wir kennen das Prinzip. Er spielt Fortnite und sie haben irgendwie einen Deal am Laufen, dass er geklatscht wird von seinem Kumpel oder von seinem Bruder. Auf jeden Fall, Freunde, fangen wir jetzt direkt an zu spielen. Da würde ich sagen, viel Spaß beim Video, bis. So, Leute, es hat jetzt begonnen. Das heißt, Fatih wird gleich verlieren. Schick, Fatih, kann man auch hier auswählen, Mann oder Frau? Nein, das ist links zufällig, wird das ausgewählt. Und die ganzen Ausrüstungen? Die findest du auf deinem App. Ach so, ist das so wie Call of Duty? Mhm. Ich finde es so besonders interessant, wie sein Bruder ihm die ganze Zeit Fragen stellt. Aber der gute Fatih, er möchte sich nicht ablenken lassen. Er ist die ganze Zeit konzentriert und guckt sich dieses Game an. Also er ist mittendrin und voll dabei. Also er muss halt Vollgas geben, denn er möchte nicht die ganzen Klatsche kassieren. Aber sein Bruder stellt ihm ganz viele wichtige Fragen zum Game und er antwortet natürlich auch. Okay. Kann man auch Gesicht von der Frau sehen? Was willst du für Fragen haben? Willst du dich ablenken oder was? Nee, ich frag ja nur, kann man sehen oder nicht? Ja, sieht man doch. Also sein Bruder versucht die ganze Zeit abzulenken, die machen halt ein kleines Game daraus und er versucht sich natürlich zu konzentrieren, weil er Vollgas geben möchte und wir sehen natürlich auch am Ende, dann gibt das Ganze hier noch einen krönenden Abschluss. Bam! So. Der gute Fatih wird erledigt und dann werden eben entsprechend die ganzen Klatsche verteilt. Das Witzige an diesem Video ist allerdings, dass die vielen gar nicht aufgefallen ist, dass der gute Fatih gar nicht am Zocken ist. Nein, denn der gute Fatih hat dieses Gameplay von niemand anderem geklaut. Und er guckt sich das original einfach hier 10 Minuten lang einfach nur an und tut so, als würde er spielen, während sein Bruder ihm die ganze Zeit dämliche Fragen stellt. Dieser Kanal hier, meine Freunde, vom guten Flynn mit 4.500 Abonnenten, ist ein kleiner YouTuber und ich glaube, es ist auf jeden Fall kein Deutscher, ich glaube, vielleicht ein amerikanischer YouTuber, das weiß man ja auch nicht unbedingt, aber er hat ein Gameplay-Video hochgeladen und welches einfach heißt Solid Gold 21 Kills und wo er verliert und es ist 1:1 das Gameplay, was sich der gute Fatih angeguckt hat. So, ich habe mal beide Videos ungefähr an derselben Stelle gestoppt und wir spielen die einfach mal ab. Ja, natürlich ist beim Fatih viel gecuttet, denn er zeigt nur die actionreichen Stellen, wohingegen beim Original natürlich viel mehr gezeigt wird. Aber wir machen mal Play auf beiden. Das heißt, Fatih wird gleich verlieren. Und dann kriegt er die Klatsche von mir. Dann kriegt der Fatih die Klatsche von dir. So sieht's aus. Der Fatih kriegt nicht nur Klatsche von dir, der Fatih sollte von uns allen ein paar Klatsche bekommen. Das werden wir gleich sehen. Ja? Ich meine, ich frage mich an der Stelle, guter Fatih, ich meine, du bist ein Prank-YouTuber, ja? Ist das vielleicht dein Prank? Ist das dein Prank an uns? Dass du im Prinzip einfach nur zeigen möchtest, ey Leute, ich verarsche meine Zuschauer, indem ich selbst gar nicht spiele, der Prank geht auf euch. Ist das eventuell die Aussage vom Fatih? Und das Witzige bei solchen Prank-YouTubern ist ja auch, wenn sie einmal etwas verkacken, ja, und einmal schön in die Scheiße greifen, kommt ein paar Wochen später dann ein Video, in dem sie dann das Ganze erklären möchten, indem sie sagen, ey Leute, das war ein soziales Experiment. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass man auch Klicks machen kann, indem man sich fremden Content anguckt und so tut, als würde man zocken. Ich garantiere euch, dass nochmal irgendetwas in diese Richtung kommt, irgendein Bullshit von dieser Art, aber dass der Fatih seine Zuschauer, ich meine, sein Video hat 250.000 Aufrufe, wohingegen das Original gerade mal 10.000 Aufrufe hat ungefähr, wobei halt viele wahrscheinlich hin und her geklickt haben, denn es ist aufgeflogen, man weiß im Prinzip Bescheid, deswegen hat der Fatih auch so viele Dislikes, mich wundert es, dass er überhaupt so viele Likes auf diesem Video hat mit 11.000 Likes, aber die Leute wissen auf jeden Fall Bescheid, ein Großteil weiß davon Bescheid und der gute Flynn weiß Bescheid und das Coole ist, der gute Flynn hat auch das Video reported. Er sagt erstmal, dass er dieser Situation bewusst ist und den YouTuber reported hat. Hashtag Fatih Fake. Das Besondere an Fatihs YouTube-Kanal ist ja, dass er mit seinen Videos, mit seinem Content seine Zuschauer verarscht und seine Zuschauer auch größtenteils darauf reinfallen. Allerdings
fällt Fati selbst auf genau denselben Content rein. Das heißt, er ist im Prinzip genauso schlau oder so genauso doof, könnte man sagen, wie seine eigenen Zuschauer. Und das sieht man an diesem einem Video. Und zwar guckt er sich ein Video von Logan Paul an. Und ich zeige euch mal den Ausschnitt, worum das Ganze hier geht. Und zwar um das eine Video, in dem Logan Paul behauptet, dass er farbenblind ist und eine Brille von seinem Bruder bekommt, in der er wieder Farben sehen kann. Und Fati reagiert auf dieses Video und ist ziemlich berührt von der ganzen Situation und ist den Tränen sehr nah. Ich bin sprachlos. Ich schwöre, ich habe Tränen in den Augen. I can't believe that I lived my whole life. Während Vati hier ziemlich traurig ist und den Tränen nahe steht und sich von Logan Paul verarschen lässt, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und Daumen nach oben sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und wie immer, hört auf zu kämpfen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein.